Es ist kurz vor 2:30, als sich der Vorfall ereignet. Ein silberfarbener Mercedes-Kombi, so sagen Augenzeugen, fährt in eine Menschenmenge. Er soll, auch das berichten Beobachter, die Absperrung des Rosenmontagszuges bewusst umfahren haben. Dann sei er auf die Feiernden zugerast. Volkmassen ist eine Kleinstadt in Nordhessen im Kreis Waldeck-Frankenberg. In dem Ort leben mal gerade 7000 Einwohner. Der Rosenmontagsumzug hatte um 14 Uhr begonnen. Die ersten Wagen waren durch die Straßen gerollt. Zuschauer säumten die Route. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach noch unbestätigten Aussagen sollen mindestens 10 Menschen verletzt sein. Andere Quellen sprechen von bis zu 30, unter ihnen viele Kinder. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen. Er soll zwischen 20 und 30 Jahren alt sein. Erboste Menschen hatten ihn nach dem Zwischenfall bedroht, waren mit erhobenen Fäusten auf ihn zugelaufen. Inzwischen ist das SEK vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Peter Wagner, was weiß man zum jetzigen Zeitpunkt? Man weiß noch nicht sehr viel Genaues über die Hintergründe, ob es absichtlich geschehen ist, ob es ein medizinischer Notfall war, ob es ein Unfall war, ein technisches Versagen. Dazu hat uns die Polizei, die vor Ort ist und ermittelt, noch keinerlei Informationen geben können. Sie sagt aber eindeutig, man möge Spekulationen unterlassen und da geistert natürlich schon eine Menge durchs Netz. Die Polizei hat aber aus Sicherheitsgründen vor 10 Minuten für ganz Hessen alle Karnevalsumzüge abgesagt. Die wurden gestoppt aus Sicherheitsgründen. Und wir müssen jetzt einfach abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Ein Kollege, der vor Ort ist, hat mindestens 13 Verletzte gezählt. Es gibt wohl keine Todesopfer, glücklicherweise. Aber unter den Verletzten dort sollen auch sehr viele kleine Kinder sein. Das ist klar, es handelte sich um einen Karnevalsumzug. Wir verfolgen die Entwicklung weiter und berichten natürlich auch weiterhin in den Sendungen. Vielen Dank, Peter Wagner, für den Moment.